Wir alle haben nur den einen Wunsch, und zwar zu sehen. Was? Zu sehen? Ja, zu sehen. Du wirst mir jetzt vielleicht sagen, naja, aber ich sehe doch. Erinnern wir uns, wir sind Bildermacher. Wir projizieren unsere unerlösten Bilder auf die Dinge, auf den Menschen, auf einen Baum, auf ein Fahrrad, genauso wie auf ein technisches Gerät. Und das ist nicht sehen. Und das wissen wir. Jeder von uns weiß, dass er nicht sieht. Erstaunlich, nicht wahr? Und gleichzeitig erzählen wir uns alle die Geschichte, wir sehen diesen wunderschönen Sonnenuntergang oder Aufgang oder diese grässlichen Szenen, die sich irgendwo abspielen. Oder wir finden uns zusammen, um irgendjemanden zu beschuldigen, der einen Fehler gemacht hat. Ja, aber ich sehe doch. Es ist unsere fehlgeleitete Wahrnehmung. Es ist unser unerlöstes Denken. Wir erinnern uns erneut an den Spiegel. Und das ist nicht Sehen. Solange der Teil in unserem Geist, der unerlöst ist, noch unsere volle Aufmerksamkeit erhält, solange sind wir in den Konflikten, in denen wir uns befinden. Dein Wunsch wie mein Wunsch ist wirklich zu sehen. Und wenn wir das Licht sehen, dann sind alle deine Wünsche erfüllt. Das Ego hat, wie du inzwischen schon weißt, viele Wünsche, die sich hier und da erfüllen müssen. Dieser Wunsch, jener Wunsch, dieser Wunsch. Aber in Wahrheit gibt es nur einen Wunsch, zu sehen. Wir könnten es auch so formulieren, wenn du deinen Partner anschaust, deine Kinder, deine Eltern, deine Nachbarn, die Welt, eine Blume, hast du in Wirklichkeit den Wunsch zu sehen. Du könntest dich hierbei auch jedes Mal fragen, was sehe ich noch nicht? Spürst du, wie dich diese Frage in die Tiefe bringt? Schau dir mal irgendeinen Kieselstein an, an dem du sonst achtlos vorüberläufst. Heb ihn meinetwegen auf oder lass ihn liegen, setz dich hin und frage dich, was sehe ich noch nicht? Und dann bleib in dieser Frage. Renne nicht wieder weg. Das kannst du mit allem machen, mit jedem Baum, mit jeder Pflanze, mit jedem Menschen, mit jedem Haus, mit jeder Wohnung, mit allem, was dich umgibt. Was sehe ich noch nicht? Heiliger Geist, zeig du mir dies. Wir wollen es nicht selbst beantworten, können wir auch nicht. Aber die Antwort wird uns gegeben, wir erinnern uns. Jede Frage, die du an den Heiligen Geist stellst, wird beantwortet. Die Antwort wird kommen. Und die meisten von uns, die sich mit dieser Frage beschäftigen, mit einer Tasse Tee, mit einer Tasse Kaffee, mit einem Glas, die werden zumindest das Gefühl des Friedens erfahren. Warte, bis dieses Ergebnis da ist. Und dann hast du die Antwort schon erhalten auf einer Ebene, die du jetzt verstehen kannst. Bis dich die
Ebene des vollkommenen Sehens, der wahren Schau, erreicht. Ist das nicht interessant? Schau es dir mal an, ja, wie blind wir sind und wir dies und unsere Blindheit ständig verteidigen. Rechtfertigen. Ja, die Blindheit sogar beanspruchen. Meine Wahrnehmung ist richtig und du liegst falsch. Ich bin richtig und du bist falsch. Und dennoch, jeder von uns weiß ganz genau, wenn er auf diese Art und Weise denkt, handelt und projiziert, dass er sich schuldig fühlt. Es ist eine Schuld in uns, die sich nicht vertreiben lässt, egal wie viele Aktivitäten wir darauf legen. Wir können so viele Aktivitäten darauf legen, aber solange wir die Schuld, die durch unsere Blindheit immer wieder am Leben erhalten wird, solange wir diese Schuld in uns nicht transzendieren, solange projizieren wir fröhlich immer weiter, ohne es zu bemerken. Und so hat heute wieder eine Tasse Kaffee, ja, und auch dein Partner, hat das Potenzial, dich zu erwecken. Auch eine Krankheit. Ich betone dies deshalb immer wieder, weil ich werde sehr oft angeschrieben, wenn es sich um das Thema Krankheit dreht. Das Ego nutzt diese Krankheit, um von dem wegzukommen, wonach wir wirklich suchen. Es sagt, wenn wir die Krankheit geheilt haben, und zwar auf meine Art und Weise, dann werden wir glücklich, dann geht es mir besser. Natürlich hast du recht, wenn die Schmerzen verschwunden sind, wenn du ein Gefühl hast, der Krebs ist nicht mehr da, durch irgendwelche Methoden, es spielt für mich keine Rolle, oder wenn du irgendwelche anderen Gebrechen hast oder Krankheiten und wenn es nicht mehr da ist, natürlich bist du dann glücklicher und du bist froh und danke. Aber lass dich dennoch nicht von der Übung ablenken. Du kannst diese Frage, wir kommen auch gleich zur Lektion, du kannst diese Frage auch auf eine Krankheit anwenden. Was habe ich hier noch nicht gesehen? Was habe ich hier noch nicht gesehen? Denn dein Wunsch ist es zu sehen. Und wenn dein tiefer Wunsch sehen ist, dann heilt alles. Durch das wahre Sehen transzendiert sich die Krankheit. Es mag wohl sein, dass der Körper immer noch krank ist, aber dein Geist gesundet. Und darum dreht es sich. Es dreht sich um die Gesundung des Geistes. Und wenn der Geist gesundet, kann, ich betone das Wort kann, alles nachziehen. Wir haben gestern gehört, dass Ursache und Wirkung im gleichen Augenblick existiert, weil es eins ist. Es gibt keine Trennung zwischen Ursache und Wirkung. Und wenn wir irgendeinen Zustand immer wieder erfahren, ist die Ursache in uns.
Und es ist immer das mangelnde Sehen. Denn kann in Gott Krankheit sein? Kannst du als das Kind Gottes krank sein? Oder wenn du in Beziehungskonflikten bist, oder vielleicht dringend eine Beziehung suchst und das Gefühl hast, wenn du in einer Beziehung bist, dass du dann glücklicher bist, dann ist auch das eine Täuschung. Du suchst nicht nach einer Beziehung, obwohl es sich so anfühlt. Nein, du suchst in Wahrheit nach der Schau. Du suchst nach Heilung. Und auch hier, das Ego benutzt die Idee, ich brauche jetzt dringend einen Partner, damit ich glücklich bin. Glaube mir, wenn du deinen Geist in die Ordnung zurückgeführt hast, dann ist Beziehung oder der Mangel an Beziehung für dich kein Thema mehr. Im Gegenteil. Und so nutzt das Ego uns, das Ego lenkt uns ständig ab. Es suggeriert uns, dass dieses Problem hier ist und wenn wir das gelöst haben, dann geht es mir besser. Oder das Problem ist da und wenn wir das gelöst haben, dann kann ich glücklich sein. Ja, endlich dann. Es stimmt nicht. Folge deinem wahren Wunsch zu sehen und alles andere wird sich fügen. Punkt. Und füge dem nichts mehr hinzu. Alles andere wird sich fügen. Lass dich nicht mehr ablenken. Lass dich nicht mehr in die Dunkelheit führen. Es gibt so viele Menschen, die sind verzweifelt, weil die Beziehung nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht, weil du noch nicht siehst, sondern deine Bilder projizierst. Es gibt so viele Menschen, die unbedingt die gesund sein wollen. Nimm deine Medikamente weiter, mach deine Therapien, mach was auch immer du für richtig hältst, aber es dreht sich, wenn du vollkommen beginnst zu sehen, das heißt, den Frieden in dir wieder wahrnimmst, den Geist wieder in die Ordnung zurückführst, dann wird sich alles mühelos ergeben und vor allen Dingen dein Kampf endet, dein Widerstand endet, dein Widerstand gegen das Leben. Ich meine, du hast ja nur die Situation, in der du bist. Stimmt's? Egal, um was es sich dreht. Um meinen Mangel an Beziehung, um meinen Mangel an Gesundheit, um meinen Mangel an Finanzen oder was auch immer sich gerade zeigt. Du hast nur diese Situation. Und wenn du gegen sie ankämpfst oder sie weghaben willst oder sie anders haben willst, bist du doch nur im Widerstand. Und wer im Widerstand gegenüber dem Leben ist, macht seine Projektionen wahr. Und wer seine Projektionen wahr macht, von dem kann man sagen, er ist blind. Er sieht nicht. Welch ein Geschenk, dies auf diese Art und Weise zu sehen. Und natürlich, wie soll es anders sein, und ich muss es erwähnen, wird dich die Praxis dorthin führen. Aber zumindest hast du dies heute gehört. Und durch dieses Hören wirst du mehr und mehr zu verstehen beginnen, worum es sich wirklich dreht. Worum dreht es sich in diesem Leben? Und ich sage es mal, sehr deutlich, es dreht sich nicht darum, dass du gesund wirst.
Und es dreht sich nicht darum, dass du eine harmonische Beziehung hast. Und es dreht sich nicht darum, dass die Natur gerettet wird oder irgendwelche Tiere gerettet werden. Es dreht sich darum, dass du beginnst zu erwachen, damit deine Welt, damit deine Projektion Erlösung findet. Das ist unser einziges Streben und das ist auch dein einziger Wunsch. Und wenn du diesem Wunsch nachkommst, beginnst du dich im Einklang mit der Schöpfung zu erfahren. Und wer sich im Einklang mit der Schöpfung erfährt, der ist nun mal bedingungslos glücklich. Er braucht nichts mehr, um glücklich zu sein. Bedingungslos glücklich. Und vorher haben wir noch Bedingungen gebraucht. Und diese Bedingungen hingen mit deinem Ego-Denksystem zusammen. Und wer noch Bedingungen an die Welt, wer sich noch durch die Bedingungen an die Welt bindet, der ist an die Welt gebunden und muss immer wieder hierher kommen, um diese Bedingungen endlich klar zu machen. Aber wir sind hier, um uns von dieser Welt zu lösen. Nicht mehr daran zu kleben. Aufzugeben, was uns unglücklich macht. Zu verlernen, was uns unglücklich macht. Ich meine, solange wir im Ego-Denksystem verfangen sind, wissen wir überhaupt nicht, was Glück ist, was Schönheit ist, was Freude ist. Wir wissen wohl, was bedingtes Glück ist. Wir wissen wohl, was bedingte Freude oder bedingte Schönheit ist. In einer relativen Wahrheit. Und wer ist schon glücklich mit einer bedingten Freude, weil er gerade mal in einem, vielleicht einen lustigen Abend hat, in dem die Dinge so gelaufen sind, wie du es dir vorstellst, oder in einer feuchtfröhlichen Runde, wo du einmal die Welt vergessen kannst, die du gemacht hast. Diese bedingte Freude, ja, die bleibt nicht lange erhalten, die Depression, beziehungsweise die Dunkelheit, beziehungsweise die Projektionen, sie tauchen wieder auf. Aber das Ego gibt uns gerne die bedingte Freude. Es gibt uns gerne diesen Brotkrumen, weil es dadurch wieder Bestätigung erlangt, siehst du, mein Weg funktioniert. Zum Glück hat es nie funktioniert. Ich bin entschlossen zu sehen, die Lektion 20. Es lohnt sich, die Lektion durchzulesen, weil es wird zum ersten Mal Übungszeiten empfohlen. Und das jede halbe Stunde. Und einfach nur das Gefühl in dir entwickeln. Jede halbe Stunde ein Gefühl in dir entwickeln. Ich bin entschlossen zu sehen. Du schaust dich um, hältst inne, nimmst vielleicht ein paar tiefe Atemzüge. Ich bin entschlossen zu sehen, entschlossen zu sehen, entschlossen zu sehen, jede halbe Stunde. Und viele von uns werden vermutlich Schwierigkeiten haben, diese Zeit einzuhalten. Das macht nichts. Strafe dich deswegen nicht, aber wenn du heute diese Worte hörst oder die Lektion liest, dann erlaube dir heute einen strukturierten Tag. Die meisten von uns haben,
Widerstand gegenüber Strukturen. Erlaube dir, einen strukturierten Tag einzuführen. Wir brauchen Struktur, denn unser Geist ist sehr es ist ein Affengeist, er ist nicht diszipliniert und ein ungeschulter Geist lässt sich ständig in die Irre führen. Und so schulen wir uns heute. Und das ist kein Zwang, sondern eine Einladung, für dich den Frieden zu finden. Für dich in die wahre Schau zurückzukehren, eine Einladung. Und vielleicht, okay, dann ist es 8 Uhr. Ich freue mich, um 8.30 Uhr mich erneut daran zu erinnern, dass ich sehen will. Und um 8.30 Uhr bedankst du dich für die halbe Stunde, die vergangen ist. Und du dich dem Sehen gewidmet hast. Und du freust dich wieder auf die nächste halbe Stunde. Freue dich immer auf die nächste halbe Stunde. Und das macht Spaß. Ah ja, wow. Und dann werden wir uns in unserem Geist das Bewusstsein der Freude entfachen. Und dann ist jede halbe Stunde oder jeder Tag oder jeder Augenblick von Freude durchdrungen. Versuche es zumindest heute. Und erneut, verurteile dich nicht, wenn du es nicht geschafft hast. Die Ablenkungen sind vielleicht jetzt noch zu groß. Das macht nichts. Wir haben zumindest uns entschlossen zu sehen. Und das ist es, was das Ego natürlich im höchsten Maße verhindern will. Das musst du wissen. Für die Schau ist nur eine Entscheidung erforderlich zu sehen. Was du willst, ist dein. Halte die geringe Mühe, die von dir verlangt wird, nicht fälschlich für ein Zeichen dafür, dass unser Ziel von geringem Wert ist. Kann der Welterlösung ein banales Ziel sein? Und kann die Welt erlöst werden, wenn du es selbst nicht wirst? Gott hat einen einzigen Sohn, und er ist die Auferstehung und das Leben. Sein Wille geschieht, weil ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. In deiner Entschlossenheit zu sehen, wird dir die Schau gegeben. In deiner Entschlossenheit zu sehen, wird dir die Schau gegeben. Und diese Entschlossenheit zu sehen, die möchte geübt werden. Und irgendwo tief in dir weißt du ganz genau, wovon hier gesprochen wird. Du weißt ganz genau, dass es da noch mehr gibt. Noch mehr, als dir dein Gehirn erzählt, das sich an bestimmten neuronalen Netzwerken, das in bestimmten neuronalen Netzwerken kommuniziert. Du bist nicht dein Gehirn. Mit einem Körper untendran. Du bist Geist, freier Geist. Und warum kannst du dies heute hören? Warum beschäftigst du dich mit diesem Kurs in Wundern? Weil du an dem Punkt angelangt bist, wahrlich zu sehen. Ja, ja, du. Du bist an dem Punkt angelangt, wahrlich zu sehen. Und erinnere dich, jede Lektion hat das Potenzial, dich vollkommen zu erwecken. Schieben wir das nicht mehr hinaus,
sondern öffnen uns heute freudig in diese Lektion, sodass unser Geist das Licht Gottes widerspiegelt, der Liebe, der Freude und die Schönheit, die du jetzt bist. Und erinnere dich erneut, dass nichts dich aufhalten kann. Du bist die Antwort für die Welt. Du gibst ab heute der Welt die Antwort, was du bist und was du willst. Du willst dich nicht mehr mit belanglosen Dingen beschäftigen und anhäufen. Du möchtest erwachen. Du möchtest sehen. Du möchtest lieben. Und du möchtest dienen. Dienen auf eine Art und Weise, die im höchsten Maße Freude bereitet. Jeder von uns, ausnahmslos jeder von uns, möchte der Liebe dienen. Und in diesem Dienst werden wir sehen. Und in diesem Sehen werden wir uns wahrlich erkennen. Nichts kann uns mehr irritieren. Nichts. Denn in der Schau sehen wir nur noch die Wahrheit. Und wer die Wahrheit sieht, ist vollkommen, vollkommen und absolut frei, losgelöst von allen körperlichen Belangen. Allen. Danke, 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 danke für alles. Danke, Gott, dass du uns dies alles gegeben hast. Es genügt vollkommen.